Bildungsministerin Annette Schavan wurde der Doktortitel aberkannt. Die PNP hat sich in der Passauer Fußgängerzone umgehört, was die Bürger dazu sagen. Da ich selbst Studentin bin und viele Seminararbeiten geschrieben habe, habe ich es selbst gelernt, zu zitieren und alles genau anzugeben. Und da die Frau Schavan eben die Wissenschaft vertritt, sollte sie für uns alle ein Vorbild sein. Also zu der Sache, Schavan, ich finde es richtig, wenn sie den Titel aberkennen, wenn sie nicht gerecht erhalten oder erworben hat, dann muss sie zugeben oder muss sie das auch zurückgeben. Ich finde es okay, wenn nicht, dann soll sie Widerspruch einlegen, soll sich wehren dagegen. Aber warum nicht? Die Jungen müssen sich ja kämpfen und auch die Alten. Also ich finde, dass sie schon zurücktreten soll, einfach aus dem Grund, weil sie natürlich für Bildungs, in dem ganzen Bereich peinlich ist. Als Student ärgert man sich natürlich schon, wenn Leute einen Doktortitel nachgeschmissen bekommen. Aber andererseits glaube ich nicht, dass Frau Schavan jetzt stärker gefälscht hat als andere Leute, sondern lediglich ein bisschen schlampig gearbeitet. Und das ist auf jeden Fall kein Anlass, dass sie jetzt zurücktreten müsste. Ich finde, gerade als Wissenschaftsministerin sollte die Frau Schavan ein Vorbild sein. Und daher finde ich es nicht gerechtfertigt, dass sie den Doktortitel behält, da sie ja plagiiert hat. Und sie sollte ihren Rücktritt antreten. Ich meine, es geht darum, dass man heutzutage Leute, die in der Öffentlichkeit sind, einfach irgendetwas nachsagen möchte oder versuchen möchte, sie in Gänsefüßchen kaputt zu machen.